Gut, Jackie geht's wieder mehr oder weniger besser. Jackie ist glücklich, das freut mich für Jackie. Qualität schlecht, das ist natürlich bitter. Ja, du hast Hunger, du kannst dir noch mal was Neues zubereiten. Kannst das hier mal aufräumen und das hier mal aufräumen. Was ist denn mit dieser Frau nicht in Ordnung? Ach, was soll's. Wir rufen mal einen Service an. Und dann will ich die Alte auch für heute nicht mehr sehen. Alleine losschicken. Ist mir egal, die kann weg. Hier. Genau, darum kannst du dich auch noch kümmern. Sonst noch irgendwas, die... Du sollst nicht in den Kühlschrank gucken, du sollst nicht hier aufräumen, Mäuschen. Aufräumen. Bin ich doof? Der Service ist doch schon da. Jetzt der Heile. Sehr schön. Ja, das hier kannst du nochmal wegwischen. Jackie macht sowas ja nicht. Die ist jetzt doof dafür. Mach das mal weiter. Ja, wie ist es einer, der das kann und dann ist alles schick. Jawohl. Oh, was war ich hier jetzt gerade? Meisterkoch erwachsen werden. Ja, gut. Level 4 der Gastronomiekarriere erreichen. Ja, okay, das dauert noch ein bisschen. Und drei Arten. Ausgezeichnet, ja, gut. Hier Mixfähigkeit erreichen. Wir können uns, also eine Bar können wir uns natürlich leisten, aber wir haben halt keinen Platz dafür. Das ist halt das Blöde. Ist halt so. Gut. Whatever. Wir schauen uns die Geschichte hier nochmal an. Du nimmst dir nochmal ein Gericht, du gehst nochmal auf Klo und dann kannst du dich von mir aus auch gleich nochmal in dein richtiges Bett legen, wenn du es denn schaffen solltest. Wovon ich mal ganz stark nicht ausgehe. Ich bin froh, wenn du es aufs Klo schaffst. Ja, gut, ja, das mit dem Schlafen kannst du knicken. Zack, du gehst zur Arbeit, Jackie arbeitet fleißig und der feine Herr lässt es mal ruhig angehen. Ich pausiere mal kurz an dieser Stelle. Befördert zu Oberkriminalbeamten. Das hört sich ja schon mal schick an. 26 Simlians mehr. Also insgesamt 78 pro Stunde. So einen Stundenlohn hätte ich auch gerne. Polizeistuhl hat sie bekommen. Dann nochmal 416 und neue Kleider. Ihr nächste Schicht beginnt um 9. Ja, hat sich da über was geändert? Nö, ne? Nö. Ach! So rennst du jetzt rum. Schick. Läuft bei dir, Mäuschen. Sehr schön, freut mich. Wir machen das hier mal zu, dann kannst du das hier an einen Sammler verkaufen und dann kannst du hier nochmal schön schlafen gehen. Wir haben keine Zeit. Da muss jetzt jemand schlafen. Wir verlangsamen die ganze Geschichte mal und schauen mal zu, was Andi hier so treibt. Der ist müde, ja, deswegen. Aber der hat es auch bald geschafft, denke ich, in 23 Uhr. Ja, halbe Stunde schaffst du. Tolle Arbeit geleistet. Hier, bevor du hier draußen einpennst, gleich mal schlafen gehen und dann ist alles gut. Junge, du sollst schlafen.
Schlafen. Was? So jetzt... Ach! Das könnte einiges erklären. Verzeihung. Und ich habe mich schon gefragt, warum er jetzt so oft auf dem Sofa schläft. Ich bin doof. Entschuldigung. Wie sieht's mit der feinen Dame aus? Sie ist ausgeschlafen. Du kannst das hier mal eben schnell fix alles aufräumen und wegbringen. Danach darfst du dich gern deines Unrates entledigen, eine erfrischende Dusche nehmen, dich selbst motivieren und dann darfst du gerne essen. Frühstück servieren, armer Ritter und dann ist alles schick. Zack, hier mal eben im Stehen gepinkelt, läuft bei dir. Oder auch gar nicht, du hast gar nicht gepinkelt. Oder? Nee, hast du nicht. Mäuschen, lass das Seile. Normaler Quantität, das ist in Ordnung. So, die ist hier in Ruhe zu Ende, dann geht sie nochmal pinkeln und dann kannst du nochmal ein bisschen Fernsehen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Du hast schon wieder was kaputt gemacht, ne? Du bist so doof. Du bist so doof, ey. Wir machen mal mit. Wir haben jetzt einen neuen Dienstgrad innerhalb dieser Polizei bekommen. Wir sind die Hierarchie hochgeklettert und... Oh, Verzeihung. Wir... Ja. Schauen mal, vielleicht gibt es ja neue Sachen, die wir machen können. So, mal kurz einen Schluck nehmen. Von der Arbeit her hat sich hier, wie ich es mir schon fast gedacht hatte, nichts geändert. Ich muss mal kurz gucken, wir sollen zwei Fälle lösen. Wir haben auch schon zwei Fälle gelöst. Wir haben hier noch immer Beweismaterial zum Analysieren. Das werden wir jetzt mal machen. Wir werden hier unseren Fall natürlich zu Ende bringen, so ist es nicht. Das haben wir geschafft. Ah. Diese grüne Leiste hier links unten ist immer so schwer zu erkennen. Hallo? Achso. Das kann ich mal wieder wegmachen. Wir behalten mal das hier im Auge. Analyse fehlgeschlagen. Alles halb so wild. Analyse erfolgreich. Sie findet hier lauter Einhörner ständig mit Flügeln. Hier schon wieder. Ja, sie ist ja ein bisschen am Dinge tun und ja. Ist jetzt gerade gar nicht so spannend, außer dass Jackie dabei immer klüger wird. Annie muss in der Stunde zur Arbeit. Ah, hier, weiterarbeiten. Du hast immer noch ganze 6 Stück vor dir. Was? Achso, ja gut. Dun. Ah, da hinten hat jemand einen PC kaputt gemacht. Ganz toll. Annie ist bei der Arbeit.
Andi soll Meisterküche studieren. Hast du keinen Bock mehr dort? So, hier nochmal. Ja. Analyse erfolgreich. Gott, das zieht sich aber auch hin. Können die alle mit den Rechnern nicht umgehen? Was ist denn los mit denen? Länger bleiben natürlich. Was stimmt denn mit den Leuten nicht? Analyse erfolgreich. Oh, ich hier nochmal wieder analysieren. Das will ich heute noch fertig kriegen, ja? So viele Beweismittel, wie die Alte gesichert hat. Oh, hier nochmal. Ach, jetzt zum Ende der Arbeit hin ist sie konzentriert. Das ist ja ganz was Neues. Wie sieht es hier aus? Arbeitsleistung ist fast, ja, im unteren Bereich. Das ist nicht so cool, aber das ist auch gar nicht so wild, weil die Arbeit ist hier gleich zu Ende. Also, drauf geschissen. Muss ich hier eigentlich... Achso, na, sie muss zwei Fälle gelöst haben. Das ist ja... Pipifax. So. Achso, sie bleibt... Ja, okay. Man kann ja auch mal einen schlechten Tag haben, ja? Also sie soll ja mal nicht übertreiben. So, Madame hat Hunger. Ein Gericht nehmen. Du reparierst es selbst und dann kannst du auf Klo. So, wenn das mal nicht eine mega Strafe ist. Also du musst mega pinkeln, aber du kannst nicht auf Klo, weil das Ding repariert werden muss. Und ja. Ist halt so, ne? Ja, hast du selbst zu verantworten. Ja, jetzt kannst du auch auf Klo gehen. Energie, bla bla bla. Also, du musst ja immer noch auf Klo. Was stimmt denn nicht mit dir? So, noch ein paar Stunden haltbar. Andi kann davon noch essen. Hier, Frau. Reparier das. Was stimmt denn nicht mit dir? Jetzt kannst du schlafen gehen. Urlaubstag und tolle Arbeit. Sehr schön, der Herr. Ein Gericht nehmen. Ist erstmal raus. Freund. Und dann kannst du schlafen gehen. Dann ist alles schick. Gott, dass du immer so angespannt bist, ey. Junge, Junge, Junge. Das kann man ausmachen. Und ja, wir wenden uns mal wieder der alten Blauhaarigen hier zu. Wir haben es 5 Uhr, wir haben es 6 Uhr. Madame darf aufstehen. Da. Ja. Hier nochmal und dann... Was stimmt denn nicht mit dir? Was stimmt denn nicht mit dir? Hast du gekifft oder was? Hier, kriegst du es noch hin zu frühstücken?
Junge. Mit dir kann ich nichts anfangen. Ja, Andi. Reparier das mal. Jackie ist zu doof dafür. Ich habe keine Worte dafür. Ach, heute ist ja Sonntag. Mal kurz gucken. Andi darf um 15 Uhr arbeiten. Die feine Dame muss ja gar nichts machen. Deswegen mal eben hier, ja, genau. Hier, Jackie, du stehst hier sowieso nur im Weg rum. Deswegen, bist du inspiriert? Nein. Nein. Jammin. Üb einfach. Mir egal, mach was. Lass Andi in Ruhe, der ist gestresst. Also die alte duscht da, macht die Dusche kaputt, so wie sie alles kaputt macht. Und dann darf Andi das auch noch reparieren. Dann steht sie auch noch hinter ihm und ist erstmal richtig genüsslich. Das ist Andi nicht fair gegenüber und mir auch nicht, weil ich Hunger habe. Ich muss mal eben gucken. Der Klassiker im eigentlich fast jedem Sim-Teil ist ja eine Haushälterin zu engagieren. Wobei das eigentlich gar nicht nötig ist. Sie kriegen es ja eigentlich mehr oder weniger hin. Eigentlich ist immer mit Einschränkungen verbunden. Deswegen ist hier, nee, ich ist noch nichts bekommen. Wie lange duschst du eigentlich? Fühlst du dich so dreckig? Naja. Genau. Hier, Frau. Über Probleme beschweren. Herein bitten. Ihr seid ja nett und höflich und wie auch immer. Deswegen, ihr könnt mal ein bisschen quatschen. So, was mit dir? Du bist momentan wichtiger. Okay, du gehst zur Arbeit, das ist alles gut. Meisterköche studieren. Machen wir mal. So, Frau. Du übst mal weiter. Ich habe in der Hinsicht, in dieser musikalischen Richtung oder auch Comedy-mäßig nie was gemacht. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Die kann bestimmt auch noch Geld damit verdienen. Was? Habt ihr gekifft? Die sitzt auch neben mir. Warum ruft die mich denn an? Vor allem, die hatte kein Handy in der Hand. Wie hat sie das gemacht? Das sieht gerade wieder aus. Dann kann sie sich hier mal ein bisschen zupfen. Ah, das macht sie glücklich. Das ist schön. Das ist doch schön. Huch. Kurz gucken, was der Timer sagt hier. Hallo? Timer? Ah. Ja. Ein paar Minütchen noch und dann... Alles schicki. Ich muss los. Ja, hau rein. Ja, dir geht's ja noch gut. Abgesehen, dass du vielleicht gleich mal pinkeln solltest, aber... Das kriegst du doch noch hin hier, dein Gitarrenskill. Jawohl! Kann jetzt Country-Lieder spielen, das ist sehr schön. Das freut mich sehr. So, Andi kommt auch in 2,5 Stunden wieder. Ja gut, hier, geh pinkeln. Morgen hast du ja auch noch frei, ne? Morgen hast du auch noch frei. Genau, geh mal pennen. Andi sollte auch gleich wieder da sein. Zack. Tolle Arbeit hat er gemacht. Und kann er hier schon irgendwas machen? Hunger, wie auch immer, bla. Na, geh schlafen. Geh was?
Andi ist es heiß, super heiß. Und als ob das nicht schon ausreichen würde, sieht er auch noch verzerrte Bilder. Das ist bitter. Andi, ruh dich aus, wenn du krank bist, geh schlafen. Ich gönn dir das. Ja. Ich werde an dieser Stelle mal speichern. Und das bedeutet wie immer, ich mache hier mal eine Aufnahmepause. Ist jetzt nichts so Spannendes passiert in diesen drei Folgen oder so, was sein soll. Um nochmal kurz zu erklären, mein Ziel ist es jetzt, wir sollten ja hier mal mit Zielen arbeiten, wir wollen ja was erreichen, ne? Wir sparen uns ungefähr 41.000, 42.000 zusammen und kaufen uns dann die andere Hütte. Weil ich noch gar nicht weiß, man kann sich ja, glaube ich, auch möbliert kaufen. Wahrscheinlich kostet die 42.000 möbliert. Das werden wir noch prüfen. Wie gesagt, wir werden in eine andere Hütte ziehen, dann werden wir auch Andi mal karrieretechnisch ein bisschen nach vorne pusten, nach vorne schieben und ja, sozial soll ja auch nichts liegen bleiben, deswegen wollen wir ja noch schauen, ob zwischen Jackie und Andi irgendwann nochmal was laufen wird. Wir sind gespannt und ja, ich bedanke mich fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, wie auch immer, lasst ein Feedback da, lasst es mich gerne wissen, was kann ich ändern, spieltechnisch, equipmenttechnisch, tonmäßig vielleicht, ob das stört, ob es besser geworden ist, wie auch immer. Meldet euch irgendwie, ist mir wichtig, ich würde mich freuen und ansonsten, ja, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Aufnahmesession wiedersehen. Bis dahin, tschüss!